So, wir haben uns jetzt noch ein paar Meter weiter gerettet in den Gunshop, weil es hat geregnet. Und man sagte mir, das Zombie-Fight sollte man nicht im Regen machen, weil man hat ja irgendwo ein Aua, Zombie! Weil man hat ja irgendwo noch ein bisschen Ehre. Ne? Und man möchte nicht nass zum Zombie werden. So, aber was willst du mal machen können hier? Verfügbare Skillpunkte. Ich habe jetzt hier so ein Plus bei Stumpf. Ja. Oh, jetzt habe ich ein Level aber Stumpf jetzt. Was macht das? Du schlägst jetzt schneller zu damit. Ah, dann will ich direkt mal testen. Bäm, bäm. Oh ja, doch. Das merkt man also. Man merkt die Skillpunkte deutlich. Wäre jetzt toll, wenn ich das, wenn das jetzt nicht hier der letzte Tag von Es ist. Vielleicht ist es nicht der letzte Tag. Evans Wir werden es wäre. sehen. Also du weißt ja, wenn wir jetzt weiter südlich gehen, kommen wir irgendwann zur Bahnstrecke. Okay. Lass uns das Und doch machen. Dann gehen wir jetzt hier schön querfeldein. Laufen dann die ganzen Zombies vorbei. Ich habe eine Tonne. Etwas unwohl. Schaltereingang runter. Durchnässt. Klitschnass mittlerweile. Aber wir laufen jetzt mal hier durch das den hatte was. Wald. Ich denke mal, hier wird die Line of Sight unterbrochen, oder? Ja, wird ja auch. Aber was habe ich hier? Recht schwer beladen. Ich habe da überhaupt nichts. Ja, weil du krank bist, deswegen wirst du natürlich schwächer. Okay. Du musst was in die Taschen umpacken, wenn du kannst. Ich schau mal ganz kurz nach. Becher mit Wasser, Baseballschläger. Das Feuerzeug kann ich umladen. Warum habe ich eigentlich immer noch das scheiß Nudelholz bei mir? Es hat aufgehört zu regnen. Das ist gut. Ach, da ist der Fluss. Ja. Gucken, ob man da Wenn wir irgendwas. dem folgen, kommen wir ja wieder zu den Bahnschienen. Okay, und die Bahnschienen führen uns nach Mexiko. Mexiko! Amerika. Und in Mexiko gibt es keine Zombies. Man kann die Spielgrenze erreichen. Das ist dann einfach nur schwarzer Fleck. Okay. Also ich habe die schon erreicht, dachte mir, was ist das denn? Was ist das denn? Aber die ist ganz, ganz weit im Süden. Da hatte ich mich verlaufen. Ich wollte eigentlich auch zur Mall, aber irgendwie. Und die Moral, das ist so das ultimative Ziel, oder was? Für mich zumindest erstmal, das war mein großes Ziel, immer mal zu der Mall zu kommen, um die mal zu sehen. Ich war auch schon einmal da, Hm. aber da waren sehr, sehr viele Zombies. Okay. Und da ist dann das von Robin Sparkles dann ein Konzert, weil Let's Ganz go to genau. the mall. Richtig. Ja. Ja, das war meine große Hoffnung, dass die da ist. Ich würde das ja eigentlich ganz gerne jetzt mal hier einspielen, während wir über die Dings laufen. Aber ich glaube, da kriege ich Copyright-Probleme. Kennst ja YouTube, die machen da immer wegen jedem. Stressen immer rum, ja. Ja, genau. Man darf, glaube ich, irgendwie 3 Sekunden von einem Musikstück lassen und dann ist Ende. Kommt ja eigentlich ein Zug, nicht, dass von hinten gleich jetzt ein Nee, Zug gibt's keine kommt. Züge. Das Zugverkehr wurde eingestellt. Kann man den hier eigentlich kaputt machen? Das wäre interessant. Also Ja, du so. kannst mit einem Vorschlaghammer kannst du so große Teile der Welt auseinandernehmen. Das geht. Oh, ich hab einen Hammer, so ist es nicht. Neben Vorschlaghammer, es gibt direkt einen Sledgehammer. Oh, Mit Sledgehammer. dem kann man Türen und alles Mögliche einschlagen und auch Schränke und kannst in die Bestandteile zerlegen. Okay, aber ist doch schon ziemlich riesig, die Welt, ne? Die ist, das ist, wir haben jetzt vielleicht ein Zehntel davon gesehen. Also die ist Was? echt groß, ja. Okay, wir waren ja noch nicht mal in der Großstadt. Schade, dass ich das. Dass der Kevin Evans das wahrscheinlich nicht mehr überleben wird. Okay, das Das ist kann. auch einige Tagesreisen bis zur Großstadt, also bis Maldor. Ja, wie lange haben wir denn schon überlebt? Mal gucken. Wir Ein Tag. haben. Einen Tag, 4 Stunden. Ja, gut, das war jetzt. Ach schau, da Wobei. fängt. Komm, wir Es reden ist. mal wieder. Ja, es ist. Eigentlich ziemlich realistisch, weil ich glaube nicht, dass man, wenn eine wirkliche Zombie-Apokalypse sein sollte, wirklich lange durchhält. Ich meine, man sieht sich immer als Held, man sieht sich immer als derjenige, wir haben alle The Walking Dead gesehen und man denkt dann immer so, ja, das ist alles kein Thema, das kriege ich hin. Ich glaube, man wird ziemlich schnell verrecken oder verhungern. Ja, so wie hier. Ein bisschen Unachtsamkeit reicht manchmal schon aus. Das ist richtig. Genau, aber ein Arschloch, wie ich bin, werde ich dir auf jeden Fall nochmal das ganze Essen wegessen, bevor ich sterbe. Damit es schön gewässert wird. Aber wir folgen unseren alten Fußspuren, Ja, ich sehe es weil gerade man sieht ganz den leicht. Trail of Dead People, der uns quasi vorausgeht. Ich bin aufgewühlt und angespannt. Ja, wenn du krank bist, ist das immer so. Also wenn du Oh, ich habe die Zombie-Krankheit. Todesqualen, Geschwindigkeit und Genauigkeit stark Ja, reduziert. aber kannst.
Hast du Schmerztabletten? Ansonsten gebe ich dir Nein, welche. habe ich Ich hab, nicht. aber ich habe natürlich alles dabei. Alles, du bist auf jeden Fall mein Ticker. Schmerzpillen. Tabletten einnehmen. Nom 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 nom. So, dauert natürlich ein bisschen, bis sich die im Organismus verteilen. Ah, okay. Ah, das ist ja realistisch. Ah, okay, ja, da. Furchtbare Schmerzen. Na, immerhin keine Todesqualen mehr. Aber ich glaube, diese Straße, ich erkenne die wieder. Ja, der ganz leicht. Ach, das hat da gar nichts zu tun. Ich glaube, hier sind wir das letzte Mal gestorben Nee, nee, irgendwo. nee, wir sind, nee, nee, wir sind erst deutlich, deutlich später gestorben. Doch, noch ein Stück. Du Okay. bist erschöpft. Weil jetzt kommt hier erst die Abbiegung zu der Rennbahn, zu dem Airfield, zu dem Flugplatz. Da Okay. könnten wir hin, da gibt's auch ein bisschen, lass uns da mal hingehen, da sind aber massenhaft Zombies, aber da, warte mal, Ich meine, da was sind habe wir ich. das letzte, nee, wenn wir jetzt hier die Straße weiter nördlich gehen, dann kommen wir dahin, wo wir das letzte Mal verreckt sind und da wollten wir eigentlich hin, weil da ist so eine kleine Siedlung. Ja, dann lass da hin. Ich meine, was habe ich zu verlieren? Ja, richtig. Ich sterbe So, sowieso. weiter, lass uns mal hier drüber gehen über die Bahngleise, natürlich links, rechts, links schauen, ob kein Zug kommt. Links. Das solltet ihr immer machen, Kinder. Immer wenn ihr über die Bahngleise geht, immer links und rechts schauen. Genau, dann hier nördlich auf diese Straße, die hier eigentlich Ach sein so, bist du sollte. durch den Wald gegangen? Können wir durch den. Oh, wir können durch den Wald. Klar. Das ist natürlich jetzt ein bisschen tricky, weil wir sehen jetzt gar nicht. Wo bist du? Ich bin hinter dir. Wo bist Aber du? eigentlich Da. sollte da nördlich eine Straße sein. Straße ist heute aus. Ist außerdem nicht die Saison für Straße. Ne? Na. Irgendwie kommt die Straße nicht erst noch ein Stück weiter? Nee, nee, die ist hier. Oh. Der völlig vercheckt. Ja, dann kommt die Straße vielleicht doch erst später. Dann Dann lass lass mal uns mal den wieder. Bahnschienen folgen. Genau, das ist immer gut. So viel zum Thema, ich habe die Karte im Kopf. Auf jeden Fall nördlich von den Bahnschienen ist eine Straße. Irgendwo. Hier ist eine Querstraße. Ach, hier ist die Straße. Praktisch. Ja, wenn wir jetzt die entlang gehen, müssen wir auf die Zombie-Horde stoßen, die wir da letztes Die Mal uns das erlegt haben. letzte Mal so ein bisschen Dann wechsle ich aber schon mal auf Pistole. Pistole, ganz Paff, genau. paff. Ja, mache ich das auch. Nochmal schön die Munition verballern. 10 Patronen, das ist natürlich jetzt nicht so die Welt, ne? Das ist nicht viel, ja. Das ist ein Magazin. Kriegen wir hin, kriegen wir hin. Du Primär musst ja auch ausrüsten. Patronen ins Primärinventar ziehen, Ja, dass du ja. nachladen kannst, ne? Okay, ja, ist kein Problem. Habe ich jetzt Warte zwei. mal, ich Kann hacke ich noch. Dual wielden eigentlich? Mit Pistolen, ich glaube nicht. Ich möchte den Einzelnen jetzt hier aber nicht erschießen. Oder? Mehr musst du nicht. Der kommt da direkt auf dich zu. Oh mein Gott, der kommt direkt auf uns zu. Ah, leere Waffe ausgerüstet. Sehr praktisch. Schön, Pef. qualvoll. Ich glaube, das hat er schon gemacht. Habe ich schon gesehen, habe ich schon gemacht. Ich konnte nicht anders. Ich muss dich töten. Bam. Bam. Oh, aber mega Aiming hat der junge Mann. Ja. Je länger du zielst, desto genauer wird das. Okay. Und es sind auch fast immer. Achtung! Oh, boah. Gerettet hast du. Oh, ich glaube, das ist nicht so cool, was wir hier machen. Das sind nur ein paar. Ja, nicht, ich drehe mich mal um. Oh ja, von der anderen Seite kommen die Freunde. Ich habe jetzt gar nicht mitgezählt. Wie viel? Du wirst schon sehen, wenn es näher ist. Jetzt. Gut. Dann wieder den guten alten Babe Ruth auspacken. Komm, wir laufen mal den weg. Eigentlich müsste. Ah, hier. Ja. Hier war schon mal jemand. Wer? Jetzt weiß ich nicht. Ich schmeiß mal die Kanone auf den Boden. So. Ja, stimmt, das ist eh relativ nutzlos für dich geworden. Oh, ich hab geringfügig verletzt nochmal. Gekratzt. Ah, okay. Bandage dran und los. Ja. Mache ich jetzt. Verband anlegen, right hand. Zack, bandagiert, minor damage. Kann ich eigentlich regenerieren, wenn ich Zombie Ja, fall? du erholst dich trotzdem.
Erstmal ein Lolli. Der macht mich auch noch glücklich. Für ein paar Sekunden. Was liegt denn da? Liegt da Schinken auf dem Boden? Wer lässt denn den guten Schinken hier liegen? Da haben wir wohl mal zwei, drei angelockt, ne? Ja, da liegt Speck auf dem Boden. Nice. Wir kennen da. Nice Speck. Ich schwärme für Speck. Nice. So aus so einer. Oh ja. Ich glaube, hier waren wir richtig. Ist natürlich, es ist Schicksal, dass ich quasi zweimal an derselben Stelle sterbe. Wo bist du hin? Ich Ach, da bin kommst hier, weil ich du. gerade in den Hafen. Ich mach mal den Leuchtturm. Mach mir den Leuchtturm. Wobei es ist ja eher dann so nah oder so, ne? Leuchtturm so nah. Weil du tauchst ja nur immer wieder bei mir. Ich bin ein nervliches Wrack. Völlig panisch. Kann ich gar nicht verstehen. Oh je, na komm. Minor Damage. Oh ja. Oh ja. Da geht es los, da oben. Aber hier ist momentan. Ah, da stehen Oh, sie. da sind wir. Ah, bei unseren Leichen. Ja? Ja, wollen wir denn nochmal hier in Wobei, die Fresse? ich bin, glaube ich, im Haus gestorben. Dann mal los. Bam. Bam. Die Rache für uns selber? Das sind ja andere Charaktere. Ach so, das sind andere Menschen. Das sind andere Überlebende, ja. Ah, du sagtest doch, wir sind die einzigen Überlebenden. Ja, das sind jetzt neue einzige Überlebende. Ach so, die spawnen immer wieder. Wachen in ihren Häusern auf und überleben, ganz genau. Verstehe. Warum haben wir dann bisher noch niemanden gefunden? Die verstecken sich, ne? Halt die Klappe. Okay. Haha. Okay, liegen wir hier irgendwo? Ich weiß nicht. Mit Ich weiß ja nicht mal, Sicherheit. wo du gestorben bist. Hier so in der Nähe müsste ich auf jeden Fall noch wirken Ich sein, also. bin auf jeden Fall in dem Haus gestorben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich hier so in der Nähe, also hier in der Nähe auf jeden Fall Also ich müsste bin da meine oben in Leiche dem Haus gestorben, das weiß ich noch definitiv. Dann können wir da gleich mal reinschauen. Ja, dann können wir da jetzt mal reinschauen. Bin ein bisschen nervös. Hier ist ein großer Wanderrucksack, Hosen. Das wäre natürlich jetzt ein Schlag ins Gesicht, wenn meine Zombification. Ich bin krank. Starker Heilungsprozess, stark reduziert. Okay. So. Ich werde meinen. Die Zombies da rausholen, die mich nämlich gesnackt haben. Und. Mich rächen. Lauf nicht weg, du. Hundsfott. Hundsfott. Was ist denn eine Hund? Ah, Hund. Ja, Ein okay. Hundsfott, The Witcher, der Geralt sagt das immer. Hundsfott. Hundsfott. Ist das ein Bayer? Nee, wahrscheinlich nicht. Oh, hier liegt mein ganzes Zeug. Mein Echt? ganzes Zeug. Ja. Da muss meins auch hier irgendwo rumliegen. Ich durchsuche jetzt hier jede Leiche. Alles muss offenbart werden. Ich nehme alles. Während ich mich selber loote. Okay, ich bin pretty voll. Fallen lassen. Die Schuhe. Ich brauche keine Schuhe. Wer braucht Schuhe? Kann sein, dass du dich ohne Barfuß beim Gehen verletzt. Noch mehr als Zombie? Wahrscheinlich nicht. Dachte ich mir nämlich. Oh, mein Seesack mit meinem ganzen Zeug. Gott, kann ich gar nicht. Das kann ich wohin? Auch mal die Bluse nochmal umziehen. Oh, es ist auch schon 19 Uhr. Egal, wir gehen jetzt einfach mal weiter. Wir. Warte mal, ich würde gern mein Zeug finden. Tatsächlich. Ist das Ding hier schon voll? Ach so. Ah, okay, ich verstehe. Schmerzpillen. Komm, die nehme ich jetzt nochmal ein. Gibt es eigentlich sowas wie Schlaftabletten, dass ich sagen kann? Ja, kannst dich mit Schlaftabletten umbringen. Das geht. Das geht? Also, du musst halt einige nehmen.
Und sobald du einige genommen hast, kriegst du dann Schaden und stirbst irgendwann. Okay. Das wäre. Wobei, das wäre, glaube ich, so das kleinste Übel noch. Weil ich glaube schon, dass man mit Schmerz, also mit dem Zombietum oder das Zombie-Werden tierische Schmerzen hat. Höchstwahrscheinlich. Hast du dich mittlerweile gefunden? Nee, leider nicht. Ich hätte gerne die Schrotflinte, die ich dabei hatte. Noch ein paar Schuhe. Kann ich die anziehen? Ja, anziehen. 27. Ich bin jetzt schon wieder über. Ich bin überladen. Ja, weil Aber. natürlich jetzt auch deine Stärke abnimmt. Ja, das Problem ist, meine leere Brauseflasche fallen lassen. Bandagen können hier rein. Ja, meine Stärke nimmt natürlich jetzt ziemlich ab. Na, ich bin jetzt schon fiebrig. Hohe Gefahr zu sterben. Es wird nicht mehr lange sein. Ich werde ganz. Natürlich werde ich ganz friedlich einschlafen. Selbstverständlich, selbstverständlich. Da wird überhaupt nichts Böses passieren. Oh nein, das war der falsche Knopf. So, wo bist du denn jetzt? Ich bin wieder ein Stück runtergelaufen, in der Hoffnung, dass ich meine Sachen finde. Ich kann nicht mehr laufen. Ich gehe auch nur noch ganz langsam. Ich möchte in deinen Armen sterben. Wo bist du? Nee, No du hast, homo. der letzte Status der Krankheit heißt Zombie-Fight. Und dann kriegst du auch Lebenspunkte Schaden. Wo sehe ich denn meine Lebenspunkte? Ah ja, Bei mit dem. Gesundheit der Ja, Balken über ges dem Herz. oh. Quasi deine Der geht Gesundheit. auch die ganze Zeit runter. Very severe damage im Schritt. Ja. Ich werde einen Zombie-Penis haben. Vielleicht. Man weiß es. Wo bist du denn? Ich bin jetzt. Ich Ich bin bin weiter südlich, die Straße wieder südlich zurückgelaufen. jetzt. Also, wenn ich schon zum Zombie werde, will ich dich auch beißen. Ich will, dass du auch zum Zombie wirst. Critical Damage habe ich schon. Wir werden uns jetzt angucken, wie wir. Ach, da bist du. Ich bin kein. Noch bin ich kein Zombie, obwohl ich wie einer gehe. Fiebrig. Skills. Ach. Ich kann keine Skills nehmen. Was habe ich hier? Todesschmerzen. Ne, furchtbare Schmerzen. Es geht immer weiter bergab. Lebensgefährlich verletzt. Diese Nacht wird nicht angenehm werden. Kann ich gar Ja, wenn nicht du schon verstehen. lebensgefährlich verletzt bist, ist eh gleich vorbei. Highly critical damage. Ich kann PvP anmachen und die eine verpassen. Oh, ich habe überall. Überall rot jetzt. Kann schauen, Ich habe ob du mich. dich verbinden kannst, wahrscheinlich aber nicht. Wo will ich mich denn noch überall verbinden? Ganzer Torso, oder was? Alles. Okay, gleich ist es vorbei. Sag meiner Familie, dass ich sie lieb habe. Die tot ist. Terminal Damage. Und Ende. Oh nein. Ich habe Survival. Ich habe überlebt für einen Tag und 10 Stunden. Oh, Loot. Ey, auf meine Leiche zu plündern. Leider kann ich dich, leider kann ich dich nicht teabaggen. Wobei es gab Teabags, also du könntest mir so. Das ist sowas, würde ich dir genau zutrauen. Du weißt du, so ein guter Freund stirbt, so statt zu betrauern, gehst du erstmal hin und teabagst ihn. Ja, das war's Gut. dann wohl für diese Folge. Ja. Also ich habe einen Tag und 10 Stunden überlebt. Das ist wahrscheinlich mehr, als ich überlebt hätte bei einer Zombie-Apokalypse. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen. Mir hat es tierischen Spaß gemacht. Vielen Dank an dich, Patrick. Gerne doch. Und wenn es euch gefallen hat, schreibt mich kurz an, schreibt es unter die Comments. Dann werden wir auf jeden Fall nochmal was anderes machen. Und in dem Sinne, habe die Ehre.